Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Farage. Thank you. Mr. Juncker. Danke, Herr Juncker. Was Sie sagten, ist falsch. Im April habe ich schon gesagt, die gemeinsame Asylpolitik Europas ist so weit, dass jeder, der den Fuß setzt, auf europäischem Boden bleiben kann. Und ich habe gesagt, das würde zu einem Anstrom biblischen Ausmaßes führen. Das passiert jetzt. Und schlimmer wird es noch, weil Deutschland letzte Woche gesagt hat, dass im Grunde jeder kommen kann. Jetzt ist es schon etwas zu spät, eine Liste von Ländern zu erstellen, aus denen die Personen dann bleiben können oder nicht. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Pass wegzuwerfen und zu sagen, ich komme aus Syrien. Wir wissen, die Mehrheit derer, die kommen, und der slowakische Ministerpräsident hat es ganz offen gesagt, die Mehrheit derer, die kommen, sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich habe auch schon zuvor davor gewarnt, wir sehen Anzeichen darauf, dass die IS diese Route jetzt nutzt, um ihre Dschihadisten auf europäischen Boden zu schicken. Und wir wären doch verrückt, diese Gefahr einzugehen, die hier besteht für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften. Wenn wir wirkliche Einwanderer wollen, wenn wir unsere Gesellschaften schützen wollen und wenn wir den Schlepperbanden das Handwerk legen wollen, dann müssen wir den Boteneinhalt gebieten und dann müssen wir schon frühzeitig festlegen, wer sich qualifiziert für den Asylstatus und wer nicht. Nun steht ein Referendum im Vereinigten Königreich bevor und ich freue mich darauf, Sie dort begrüßen zu dürfen, Herr Juncker. Ich weiß, dass Sie Millionen von Pfund an Steuergeldern dafür einsetzen werden, uns vorzuschreiben, was wir zu denken haben. Aber jetzt zu sagen, dass die Abschaffung einiger Rechtsvorschriften in Europa schon genügen wird, damit wir unsere Meinung ändern, ja, es tut mir leid. Wenn Sie Herrn Cameron nicht endlich wieder die Souveränität zurückgeben, damit wir selbst über unsere Grenzen entscheiden können, wenn das nicht passiert, dann werden die britischen Bürger mit Nein stimmen.